alles bereit. Letzte Rennen war ganz gut. Vielleicht kannst du das heute noch toppen.
auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht ERS nutzen, um dich zu überholen. Du musst jetzt alles herausholen. Massa fährt eine halbe Sekunde schneller als du. We'll be right back.
Kurvenwechsel ein.
dass in 10 Minuten leichter Regen einsetzen wird. 10 Minuten. Gerade mal 7 Sekunden. Alonso hat gerade die weichere Mischung montieren lassen. Sein nächster Stint wird wohl kürzer. Wähl das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1.
dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 5 Minuten leicht zu regnen anfangen. Oh.
an zu regnen. Im Moment nieselt es nur, aber wenn es schlimmer wird, müssen wir auf Intermediates oder Regenreifen wechseln.
Ihnen. Es fängt an zu regnen. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Du bist vermutlich auf den falschen Reifen unterwegs. Intermediates müssten für die aktuellen Streckenbedingungen ideal sein. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Strecke frei. Du hast jetzt einen neuen Satz Intermediate. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. Von 3 Sekunden. Versuch sie zu vergrößern.
dass der Regen in etwa 15 Minuten aufhört. 15 Minuten. Verkehr auf, sei vorsichtig.
Sekunde. Laut aktuellem Wetterbericht hört es in 10 Minuten auf zu regnen. 10 Minuten.
hört in 5 Minuten auf. Thank you.
unsichtbar überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Boxenstopp bekommst du harte Reifen.
Steine. Er holt auf.
innerhalb der nächsten 5 Runden zum Reifen wegbekommen. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Sekunden liegen zwischen dir und deinem Verfolger.
Vorfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Als hätte sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Das ist eine Überrundung.
den anderen Autos Platz lassen. Wir dürfen nicht zu viele Zeitstrafen kassieren. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Hintermann beträgt 7 Sekunden. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Dass dein Hintermann Probleme mit dem Handling hat. Sein Frontflügel ist beschädigt. Du musst deinen Hintermann vorbeilassen.
30 Sekunden hinter dir. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Vorbei.
hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Den Frontflügel ganz schön ramponiert. Wenn du willst, kannst du zum Reparieren reinkommen. Du liegst zurzeit 25 Sekunden hinter dem nächsten Auto. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens bekommen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden an die Box. Du bekommst Intermediate. Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase.
wieder auf die Strecke fahre. Strecke ist frei. Strecke ist frei. Strecke ist frei.
ist ungefähr eine Minute vor deinem Hintermann. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Hintermann vorbeilassen. We'll be right back.
mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Thank you.